Hallo meine Lieben und willkommen in meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine Erdbeersahnetorte macht, welche nicht nur gut schmeckt, sondern auch mega schön aussieht. Was wir dafür brauchen: 300 Gramm Erdbeeren, 125 Gramm Quark, 50 Gramm Puderzucker, 150 Gramm Frischkäse in Doppelrahmstufe, 600 ml Sahne, ein Päckchen Agatine, Sanapart, Vanillepaste, weiße Schokoladenflocken, 7 Esslöffel Zucker für die Sahne, ein Päckchen frischen Schmand. Zuerst pürieren wir die Erdbeeren, geben die dann in einen Topf mit dem Puderzucker und Agatine und lassen es aufkochen und für 2 Minuten sprudelnd kochen. Danach stellen wir das zur Seite zum Abkühlen. In der Zwischenzeit schlagen wir die Sahne steif mit 6 Esslöffeln Zucker, Vanillepaste und 6 Teelöffeln Sanapart. Danach mixen wir den Frischkäse, den Quark mit etwas Vanillepaste und 3 Teelöffeln Sanapart und geben von der Masse einen Esslöffel in die lauwarme Erdbeermasse und verrühren das Ganze schön. Wenn wir die Erdbeermasse direkt in die kalte Quarkmasse geben, entstehen Klumpen. Das kann man durch diesen Schritt vermeiden. Danach wird alles miteinander verrührt. Thank you.
Anschließend heben wir 3 Esslöffel von der steif geschlagenen Sahne in die Erdbeermasse unter. Dann nehmen wir den Schmand in einen separaten Behälter, geben einen Esslöffel Zucker dazu und verrühren es kurz und heben es anschließend in die restliche Sahne unter. Somit sind beide Füllungen schon fertig. Für die Torte habe ich einen Wiener Boden vorgebacken. Auf die erste Schicht kommt ein Drittel von der Sahne-Schmandfüllung. Dann setzen wir die zweite Schicht drauf und belegen diese mit der Erdbeersahne. An den Rand könnt ihr etwas von der Sahnefüllung geben, damit die Torte einfarbig bleibt. Thank you.
Auf die dritte Schicht kommt wieder die Sahneschmandfüllung. Dann nehmen wir den Tortenring ab und bedecken die Torte komplett mit der Sahne. Jetzt kommt der schönste Teil, es wird jetzt dekoriert. Dafür nehme ich geschmolzene weiße Schokolade und lasse es vom Rand aus runterfließen. Das nennt man auch Drip Cake. Dann nehme ich noch etwas Himbeeren und Heidelbeeren und setze diese an den Rand. Zum Schluss stelle ich in die Mitte der Torte Erdbeeren auf, die ich vorher mit Schokolade überzogen habe. Dann ist die Torte auch schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Euer Feedback könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Tschüss, bis zum nächsten Video.